Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer Runde Grounded. Die Käfer schlagen zurück. So, ich muss mal eben noch mal gucken. Meine, ja, ich glaube, so steht sie ganz gut, die Webcam, oder? Ja, ne? Passt schon. Gut, jetzt mal eben schnell überlegen, was machen wir denn heute Schönes? Wir haben ja Vogelbadplateau haben wir ja abgeschlossen. Da könnten wir uns dann auch eine neue Aufgabe unten beim Burgel holen. Was haben wir denn sonst noch so an Aufgaben über? Mal eben schnell schauen. Mal eben schnell einen Überblick verschaffen. Handwerker. Eichelbrustplatte soll man noch herstellen. Und natürlich ins Ameisenlabor. Ins schwarze Ameisenlabor. Dafür würde ich aber gerne erst noch mal eine Ausrüstung ein bisschen weiter updaten. Da müssen wir mal gucken. Da kümmern wir uns, glaube ich, dann gleich als erstes drum hier. Und da müssen wir hier auch mal ein bisschen weiter bauen. Ne? Wie gesagt, wir müssen unseren Turm ja auch noch ein ganzes Stück höher machen, weil so funktioniert das mit der Seilbahn leider noch nicht. Auf jeden Fall der Rückweg nicht, weil da bin ich zu Fuß schneller. Das ist nicht hoch genug. Ja, entweder müssen wir den Turm höher bauen oder wir müssen halt noch eine zweite zweites Seilbahnsystem ganz oben auf den Tisch bauen, dass wir halt da noch ein bisschen weiter runterkommen. Mal schauen. Wäre natürlich einfacher. Was heißt einfacher? Man muss ja auch erstmal gucken, dass man Mats darüber kriegt, ne? Das muss ich auch noch ausprobieren. Da hat mir letztes Mal jemand gesagt, dass das doch wohl irgendwie geht, dass wir mit den Stängeln die Seilbahn benutzen können. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch als erstes. Ne? So. Das heißt, wir brauchen da drüben 5, 6 Stängel. Ups. Ah, jetzt hänge ich hier in der Tür fest. So. Fängt schon gut an hier. Ach nee, ich muss ja nach oben. Verkehrter Weg hier. So. Was soll das erst werden, wenn der Bau hier größer wird? Ups. Dann verlaufe ich mich ja nur noch. So, man sagte mir, hier zeigt er zwar an, dass mit E geht's nicht. Und wenn ich G drücke, dann lässt er die aber fallen. Ne? So geht das. Mit G. Wieso steht, das ist aber doof beschrieben, ne? Fallen lassen. Das hätte ich ja ein bisschen anders beschrieben. Ja, das ist ja cool. Aha. Dann können wir doch, dann bauen wir doch da hinten noch eine neue Seilbahn, würde ich sagen. Dann bauen wir da hinten noch eine neue Seilbahn. Das heißt, wir brauchen noch einen Stängel. Dann brauchen wir gute Frage. Lehm auf jeden Fall 4 Stück. Und ich glaube Spinnenseide. Ne? Wo wir natürlich keine mehr von haben. Doch, da haben wir, aber das wird nicht. Ach nee, das wird nicht reichen an Spinnenseide, glaube ich nicht. Schmeiß das nochmal eben hier hin. Sieht es denn hier aus? Da haben wir nochmal 5. Schmeiß auch nochmal direkt welche hinterher. Oh, doch, ich wollte gerade sagen, das ist ja wohl noch nicht empty. Hier schmeißen wir dann auch direkt hinterher. Nochmal. Da müssen wir dann gleich noch Saft besorgen und ja, was brauchen wir denn dafür? Ausrüstung brauchen wir Saft und Seile, ne? Müssen wir ganz viele machen. Gut, wo habe ich jetzt da? Gucken wir aber eben noch mal schnell ins Baumenü. Wir auch wirklich alles für die Seilbahn haben. Wir haben 6, ja, 26 könnte ein bisschen wenig sein. Ich schätze mal auch, dass wir so knapp 30 brauchen werden. Kriege ich dann welche wieder, wenn ich die abreiße? Mal eben schauen. So,
Und mal eben gucken, nicht, dass hier meine Freundin rumläuft. Das käme natürlich nicht so schön. So, der soll ja eigentlich hier unten stehen, stehen bleiben. So, ich will aber das Seil wieder verwerten. 18 Stück, jetzt haben wir wieder 44 Stück. Ja, das sollte reichen. Und dann können wir, wobei das bringt uns nichts, ne? Wenn ich den jetzt da oben auf den Ast wieder packe, das bringt uns ja gar nichts. Nee, nee, das ist Quatsch. Er muss schon hier unten bleiben. Der muss schon da unten bleiben. Weil sonst ist das ja nachher wieder nicht steil genug. Ne? Wir können später mal ausprobieren, aber erstmal bauen wir die jetzt drüben fertig. Moin, das Kyria. Schön, dass du dabei bist. Wo ist mein Stängel? Da. Den müssen wir natürlich mitnehmen. Ah, das funktioniert hier noch nicht so perfekt, wie ich das eigentlich möchte. So. Schicken wir den auch noch eben drüber und wir gehen dann direkt hinterher. Ja, das könnte auch ein bisschen zügiger gehen. Ne? Wir müssen den Turm wahrscheinlich doch noch mal eine Etage höher bauen. Guck mal, da liegt, ach, den habe ich auch vergessen. Stimmt, da liegt ja noch so ein goldener Zahn rum. Den müssen wir uns auch noch holen. Aber hier die ganze Ecke, die müssen wir auch noch komplett erforschen. Da kenne ich auch nur den Grillplatz hier mit der... Oh, sind hier schon wieder viele Hummeln. Lasst mich in Ruhe. Ah, es war klar. Lasst mich in Ruhe. Da sind zu viele auf einmal. Ah, jetzt schieße ich auch noch daneben. Lasst mir hier in Ruhe. Der Tisch ist gleich zu Ende. Okay, ein bisschen Platz hätten wir noch gehabt. Alles eine blöde Stelle eigentlich, die ich mir da ausgesucht habe für die Seilbahn. Ach, die müssen wir ja auch noch fertig bauen. Was fehlt uns denn da noch? Wir schon mal ein Gegenstück zum Grill haben. Ach, hier fehlen auch noch Stängel. Verdammter Mist. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal die ganzen Bienchen hier wegmachen. Schade um die Bienen. Oh, 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 oh. Und laut Beschreibung, laut Datenblatt sollen die ja eigentlich neutral sein. Aber das sind die überhaupt nicht, die Bienchen. Alles andere als neutral. Ja, ein bisschen Platz haben wir noch. Sieht es denn aus mit Fallen? Ja, haben wir auch noch genug. So, ich weiß, du schläfst, aber bevor du dann gleich wach wirst, komm schön vorne im Kopf rein. Dann schaffen wir die auch mit einem One-Hit. Habe ich jetzt die Armbrust... Ah, ich bin doch blöd. Ich habe wieder die Armbrust weggeschmissen, ne? So, und du kommst auch noch weg. Ich glaube, du hängst da fest, ne? Nein, jetzt habe ich nur die Seilbahn kaputt geschossen. Darf doch nicht wahr sein. Das fängt schon echt gut an heute Morgen. Habe ich wieder weggeschmissen? Die Armbrust? Ja. Ja. Weiß nicht, wieso...
wieso ich die immer wegschmeiße. Guck immer irgendwie R anstatt E. Muss R mal auf eine andere Taste legen oder so. So, jetzt stehe ich hier natürlich. Ach, okay, jetzt muss ich erstmal meine Seilbahn hier wieder reparieren. Dann haben wir wieder nicht genug Spinnseide für das, was ich eigentlich vorhatte. Ah, wartet mal, wir machen das anders. Nee, dann ist das wieder nicht steil genug, von da hinten hier rüber zu kommen. Ist das alle ein Problemchen jetzt. So. Aber. Ja, ich weiß nicht. Bringt das was, wenn ich das weiter hier rüber setze? Auch nicht wirklich viel, ne? Hier ist ja sowieso alles genau die Ecke voll hier mit Bienchen. Egal, dann lassen wir das so. Wo ist der Baum? Da hinten ist der Baum. Oh. Hau ab. Lass mich in Ruhe. So, ein Stängel noch. So, Seilrutsche. Da müssen wir hin. 38 Stück. So, haben wir die fertig. Oh Gott, jetzt die richtige Höhe. Ja, ja, muss passen. So, dann bringen wir die schon mal nach oben. Ja, das wollte ich ja eigentlich vermeiden, dieses hier dann noch mal extra nach oben laufen. Und wie gesagt, es ist leider nicht hoch genug von der anderen Seite, um von hier wieder zurückzukommen. Aber da ist auch wieder alles voll Bienchen, ne? Und da ist auch noch der Honigtopf. Das ist auch eine blöde Stelle. Na, wir schauen mal. Ja gut, wartet mal. Ja, ist egal, wo wir hier oben bauen würden. Ne? Hier ist alles voll Bienchen. Leg die mal eben hier hin. Statt der Kopf, ne? Ja, das wird nicht hoch genug. Da liegen. Was zu futtern. Da liegt auch noch was zu futtern. Lag hier nicht auch Salz drin? Habe ich hier nicht Salz gesehen gehabt? Nee, ne? Nee. So. Ja, hier sind wir auf jeden Fall hoch genug, um wieder runterzukommen. Mache ich das erstmal. Das können wir ja später immer noch mal wieder ändern. Ob das funktioniert, wenn die hier so schräg steht? Ich bezweifle es fast. Ach komm, wir versuchen es. Was fehlt uns jetzt? Ein Lehm und natürlich 6 von den Stängeln. Nein, 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 nein. Nicht darunter. So, dann haben wir hier nochmal 3. Ja, jetzt nur leider zurücklaufen. Die Seilbahn funktioniert ja leider noch nicht. Ja,
Aber auch nicht genug dabei. Ne, damit kommen wir auf jeden Fall nicht zurück. Also könnten wir die Seilbahn sowieso nicht mit fertig bauen für den Rückweg. Also, das heißt, wir müssen Spinnenseide besorgen. Wir müssen Spinnennetze besorgen und Spinnenseide herstellen. So sieht das aus. So, jetzt muss ich auch mal eben orientieren. Wir müssen in die Richtung. Wird auch schon wieder dunkel. Ah, nicht, dass hier eine. Hier schläft keine Wölfi, oder? Nee. Aber wie gesagt, die Ecke hier, da kenne ich mich überhaupt noch nicht aus. Wobei das Gift von der Wolfsspinne, da dürfte uns ja gar nichts mehr tun. Ne? Wir haben ja, glaube ich, hier mittlerweile den Perk Spinnengift, das müsste der hier unten sein. Ne? Giftresistenz, den haben wir ja mittlerweile zum Glück auf 3. Also das Gift dürfte uns von der Wolfsspinne nichts mehr machen. Och, die ganzen Mücken. Shit, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das werde ich nicht überleben. Oh, ich brauche einen Smoothie. Den Smoothie mit zu trinken. Die lassen einen auch nicht in Ruhe, ne? Hartnäckig, die Viecher. So. Ach, die loote ich jetzt auch nicht. Ja, lauf, Forrest, lauf. Das Blöde ist, die Dinge, die scheiß Mücken, die sind mir von hier auch schon bis zum Baum komplett hinterhergeflogen. Also die wird man so schnell leider nicht wieder los. Ich glaube, da gab es auch noch Milchmular hier, ne? Und da können wir das dann auch schon mal sprengen, wenn wir schon mal hier sind. War das? Ich glaube, hier rauf konnte man, ne? Ja. Da müssen wir sprengen. Habe ich dabei Bomben? Müsste ich eigentlich, ja. Nicht 6, 5. Leg die mal hier ab. Nicht das. Oh, 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 oh. Hat's geklappt? Hat geklappt, jawohl. Aber der ist aber eigentlich zu dunkel. Achso, hier übers Blatt, genau so war das. Guck mal, da ist auch noch pure Wissenschaft. So. Ja, und seitdem die Wolfsspinnen so schön springen können, ist man hier oben, glaube ich, auch nicht mehr wirklich sicher. Weil die werden hier den Stein hochkommen, die Wolfsspinnen. Ja, aber die Kohle holen wir uns später, auch wenn wir jetzt hier sind. Da müssen wir uns hier erst was bauen. Wir hier runter wieder hochkommen. Ich habe keine Lust, immer hier außen rum zu rennen. Sehen wir die Wölfi denn von hier oder ist sie schon unterwegs? Ich weiß ja, wo sie liegt und schläft. Aber so wie das aussieht, nee, sie ist noch da. Sie schläft da noch. Da ist er. Da hinten. Ist aber nur eine.
Habt ihr auch schon mal zwei gesehen? Okay. Weil im Notfall bauen wir uns hier wieder ein Geschütz hin. So, jetzt gehen wir aber nach Hause. Sonst wird mir das zu dunkel. Guck mal, Assel, habe ich die dann schon gepiept? Ne, die habe ich noch nicht gepiept. So. Zack. Damit haben wir die Assel dann auch. Was hat die denn für Daten? Das müssen wir erstmal finden. Da. Hä? So, kranke Assel und Assel. Ah, okay, es gibt zwei. Was habe ich da jetzt gefunden? Ich glaube, die Assel, ne? Ja, die kranke Assel war bestimmt hier hinten beim Gift. So, was haben wir denn? Schwächen, aufbrechen und scharf. Okay, auf jeden Fall mit einem Hammer. Da hat sie Resistenzen gegen. Schwachpunkte Beine. Okay. Aber da ist unser Hammer noch zu schwach für. Da brauchen wir eine Stufe 3 Hammer für. Ups. Wieso nimmt der eigentlich keinen Smoothie hier? So, jetzt aber. Wir können schon mal ein paar Pflanzenfasern wieder mitnehmen. Liegt da auch noch Milchmula? Guck mal, da liegt auch noch Milchmula. Ja, dann, den nehmen wir doch dann natürlich auch mit. So. Können wir doch schon mal wieder was updaten. Ein Burger. Zack. Lass mich in Ruhe, lasse ich dich auch in Ruhe. Ja. So, ich glaube, ich mache mal die Fackel an, dann sehen wir mehr. Sonst wird es doch ein bisschen dunkel werden. Platz habe ich denn noch im Inventar? Ah, oh, Scheiße, habe ich mich jetzt erschrocken? Nein! Man sollte in der Pampa auch nicht stehen bleiben. ja, dafür sind wir schnell zu Hause. Ach, Kehr. So, respawn. Ja, war aber auch gemacht. Ach nein, jetzt bin ich hier an der Hecke auch noch gebunden. Ich glaube das nicht. Jetzt. Ja gut, hier haben wir aber wenigstens was zu essen. Das ist doch schon mal was. Wie spät ist denn das? Das ist noch zu früh. Ja, dann schlafe ich hier jetzt gleich erst. Dann schlafen wir jetzt erst. Bevor wir uns den Rucksack wiederholen. So, wie spät? 20 Uhr, wir können schlafen, ne? I can't be the only one feeling tired. War dann auch immer noch dunkel, wenn wir jetzt loslaufen, aber wird schon schief gehen. Wir haben nur den Hammer dabei, ne? Ups, wieso ist denn die Fackel aus? Nein, jetzt habe ich keine Fackel. Achso, Fackel ist auch Ende. Shit, ich jetzt sehe ich gar nichts mehr. Da sind die Steine, da ist das Feuer. So, machen wir das erst noch mal an. So, und essen wir jetzt hier. Ach, die Trinkflasche habe ich auch nicht dabei. Das ist auch mies. Ja gut. So, wir müssen mal eben orientieren. Da geht's hoch zum Baum. Da hinten ist unser Rucksack. Da müssen wir lang.
Aber am schnellsten zum Wasser geht's doch da lang, ne? Hier lang. Würde ich sagen. Laufen. Warte mal, wo ist denn mein Rucksack? Oh, da hinten liegt der, ne? Da. Hier ist der Teich. Ja, komm, wir laufen einfach querfeldein hier. Werden schon irgendwie ankommen, müssen nur erstmal aus der Hecke raus. Ich sehe hier gar nichts. Ja, ihr seht wahrscheinlich noch weniger. So, naja, hier sehen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr. Ah, da hinten hängt ein Wassertropfen. Natürlich übers Wasser, da kommen wir nicht dran. Da läuft ein Marienkäfer, aber da hinten ist noch mal Wasser, da könnten wir dran kommen. Mit ganz viel Glück haben wir es auch geschafft. So. Wie gesagt, nur aufpassen. Um die Zeit ist Wölfi natürlich auch noch gerne unterwegs. Da ist sie. Das ist nicht mein Tag hier heute. Weg? Ja. Ja, okay. So. Welcher ist das? Der ist das, ne? Hey, ihr geblieben? Jawohl. So. Ja, komm. Okay, so. Ja, wie gesagt, der Hammer, der macht echt kaum Schaden, ne? So, reicht aber für die. Where are you off to, Ant? Wobei, von denen brauchen wir auch noch die Matt, und zwar die hier. Den brauchen wir nicht. Weg damit. Hier gibt es auch noch was zu trinken. Nehmen wir das auch noch mal eben mit. Das ist ja noch ein Labor. Habe ich das schon gehabt? Eben auf der Karte. Ja, hier waren wir schon mal. Aber wir können hier dann auch neue Bürgermissionen annehmen. So. Können wir hier gucken? Guck mal, wir haben noch 6 Stück. 4 brauchen wir. Ja, natürlich nehmen wir hier, ne? Ja, das weiß ich gar nicht, ob man das wirklich braucht. Ich finde hier die Perks, finde ich eigentlich mit am wichtigsten, ne? Da fehlt uns noch ein Milchmolar. Und dann können wir nämlich 5 Perks nehmen. So. Hier irgendwas rumlaufen hören. Und noch mal schnell gucken, was kriegen wir denn hier? Kühlflaschengipfel. Wo war denn die? Ja, da muss ich mal gucken. Und Madenweste sollen wir noch mal eine herstellen. Gucken wir auch direkt noch mal nach einem neuen Rezept. Leiter, ne. Weiß ich nicht. Die holen wir uns vielleicht später mal. Kochbuch. Hecke. Eisbohren. Kaltmutation frei, die Fallschaden senkt. Da bin ich auch nicht so begeistert von. Ein glattes, stabiles Fundament, auf dem man bauen kann. Das wäre vielleicht gebogene Basen. Genau. Da können wir doch ein bisschen schöner bauen. So. Ich höre hier schon wieder irgendwas. Da ist er. Da ist die Spinne. Sogar 2. Ja, da brauche ich mich mit dem Hammer nicht anlegen gegen die Spinnen. Lass mich in Ruhe. Oder? Ist nur einer? Ja, komm. Nee, da sind 2. Dann gehe ich doch mal schnell hier.
Ich hole mir jetzt erstmal meine Sachen. Sind ja nur noch 400 Zentimeter. Ja, aber das ist für den kleinen Mann hier ist halt ganz schön viel, ne? 400 Zentimeter, das darf man nicht unterschätzen. Noch mal zu essen mitnehmen, vorsichtshalber. Oh, Spinne! Weg hier! Nicht sterben, ey, dann müssen wir wieder von der Hecke hier rüberlaufen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Mann, ey. Das war auch eine blöde Ecke hier. Guck mal, hier gibt es ein paar leckere Ameisen. Hol dir die doch. So. Die laufen meinen ja zum Glück nicht so lange hinterher. Ja, aber das mit dem Bomber, das ärgert mich, dass ich den nicht den nicht gesehen habe. Aber wie gesagt, das gehört leider dazu, das Sterben. So. Dann, der muss doch hier irgendwo in der Ecke sein, der Bomber. Oder mehrere. Ja. Versucht das mal so ein bisschen großräumig zu umlaufen. Ja, wir sind gleich da. Und da ist eine Dose, da liegt ein Keks. Jabby Cola. Ach, guck mal, das ist doch die Stelle, wo der goldene Milchmular ist. Ne? Den hole ich mir jetzt aber erst. Dann haben wir den. Das ist ja der, den wir oben von der Seilbahn aus gesehen haben, da oben irgendwo. Na, da unten rennt schon wieder eine Spinne rum. Wo kam der Bomber weg? Da hinten. Da kam der weg. Da hast du also deinen kleinen Standort sozusagen. Einer ist gut, ne? Es sind gleich mehrere. So, aber wir laufen jetzt, wie gesagt, erstmal nach Hause. Und dann müssen wir uns nochmal neu orientieren. Und dann nochmal neu planen, was wir jetzt genau machen. Ah ne, da sind schon wieder die scheiß Steckmücken. Steckmücken. Mein Gott. Das verschlucke ich hier einfach Buchstaben. So. Keks können wir aber mitnehmen. Immer noch Platz im Inventar, ne? Ein bisschen, ja. Auf jeden Fall nehmen wir schon mal Sprösslinge mit, so viel es geht. Lass mich in Ruhe! Guckst du mir noch? Nee, ne? Ist mir zu lässig durch das dicke Gras. Ah, shit! Ich sag ja, die verfolgen es. Die verfolgen einen bis nach Hause.
Ja, und das hier, das sind ja diese neuen Mixer. Oder Mix.R heißen die, ja. Ja, den schalte ich jetzt aber nicht an, weil dann bekommen wir hier ganz viel Besuch. Da muss man sich auch erst ordentlich vorbereiten, bevor man das Gerät einschaltet. Das ist auch mehr was so fürs Endgame. Oh, nee, ich will doch zum Baum. Wo ist der Baum? Da. Wir sind hier am Ameisenhügel, sind wir. Ah, okay. Sind bei den roten Ameisen. Spinne. Ja, Spinnen, ihr seid gleich fällig. Dann holen wir uns eure Netze. So, jetzt sind wir voll. Da kann ich ein paar von mitnehmen. Ja, dann machen wir das doch auch. Wobei, die können wir auch wegkommen. Die schmeiße ich weg und nehme dafür noch lieber Pflanzenfasern mit. Seile. Und was wir gleich mal machen können, ist, wir können mal gucken, ob die Wölfie wieder unterm Baum da ist. Können wir die wieder ein bisschen ärgern. Ja, wie gesagt, die Pflanzenfasern sammle ich ja ein für Seile und Seile brauchen wir, um die Ausrüstung updaten zu können. So, jetzt sind wir voll. So, da ist doch die Laterne, dann sind wir doch schon mal in der richtigen Richtung hier unterwegs. So, wir können jetzt hier hinten hoch. Ja, da. Habe ich noch Saft? Guck mal, dann nehmen wir doch noch ein bisschen Saft schon mal mit. Da statt immer ins Wasser fallen muss, ist auch nicht schön. Ja. Ist sonst so einer rum? Nee, ne? Doch, nee. Wir sind wieder zu Hause. So. Aber für den Grill habe ich nichts, ne? Nee. Wieso habe ich denn das Madenleder hier mitgenommen? Egal. Erstmal hier Spinnenseide. So, müssen wir hier mal eben durchsortieren. Habe ich denn jetzt hier alles? So, erstmal meine Waffen. Pfeile. Haben wir noch was zu essen? Trinkflasche hier hin. Oder so, ist ja egal. Pilze können hier mit rein. So.
Pfeile auffüllen. Auch nicht mehr so viele, ne? Oh ja, reicht aber. Das kommt auch erstmal hier rein. Der Saft kommt hier mit rein. So, dann machen wir gleich Seile raus. Das da drüber. Den auch. So. Passt das doch mit der Flasche dahin, ne? Genau, und da kommt noch eine zweite Fackel hin, dann passt das doch wieder. So, dann machen wir uns erstmal eine zweite Fackel, bevor ich das vergesse. So, dann schauen wir nochmal eben schnell, was haben wir denn hier Neues gekriegt? Ach ja, genau, die gebogene Stängelboden. Grasboden. Und was haben wir sonst noch gekriegt? Ja, hier die ganzen gebogenen Sachen, Wände. Und haben wir hier Neues bekommen? Keine. Was Neues entdeckt hier. Da Fliegendörrfleisch, Rüsselkäferdörrfleisch, also das hatten wir aber alles, genau, wie würziges Stück, da habe ich auch erst eins von gefunden. Da bin ich ja mal gespannt, wo wir da später noch, ob wir da später noch mehr von finden. So. Machen wir das. Sagt die Uhrzeit 13 Uhr. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt Wölfi ärgern, gucken, ob sie da ist. Halt, stopp. Nicht nochmal. Erstmal den Respawn-Punkt hier setzen. So. Das ist das Wichtigste. Und nicht vergessen, Madenleder. So, hier auch schon wieder durchgelaufen. Ja, das müsste eigentlich reichen, um die Ausrüstung, diese Ameisenlöwen-Ausrüstung, die wir haben, komplett auf Stufe 5 zu kriegen. So, da unten schläft auch eine Wolfsspinne. Jo. Da ist sie. So. Gehen wir noch mal eben schnell zum Bürgel. Ach. So. Gucken wir doch mal hier. Maximale Rohstoffgröße. Auf jeden Fall. Können wir mehr tragen. Ja, und mehr Pfeile ist natürlich auch nicht verkehrt. So. Mehr Pfeile mitnehmen können. So, was haben wir gesagt? Wir müssen jetzt Saft brauchen wir und Wölfi wollen wir ärgern. Da ist unser Geschützturm. Wir sammeln aber erst den Saft hier ein. So. Und Mittagessen schon oder Frühstück schon mal mitnehmen. Das nicht vergesse. So, eine ist schon mal wieder da. Aber auch nur eine. Komisch. Der Grasstängel hier ist nachgewachsen, obwohl ich die Wurzel komplett weggehauen habe.
Eigentlich hätte er doch gar nicht nachwachsen dürfen. Hau den nochmal weg. So, wenn ich jetzt die Wurzel wegmache, dann sagen alle immer, das darf nicht mehr nachwachsen oder sollte nicht mehr nachwachsen. Oder scheinen die wohl mit dem Patch geändert zu haben.